Herzlich willkommen bei unseren Fitness-Podcasts. Heute unser Thema Bodyweight-Übungen. Und zwar alles, was uns dazu einfällt, vor allem einmal, was sind eure 4 oder 5 oder 6 oder wie auch immer eure Bodyweight-Basics. Mit was tat es bei euren Kunden, bei euren Mitkollegen oder was auch immer, wo wird sie starten, mit was wird sie starten? Angenommen, es ist Anfänger, fangen wir mal so an. Mit der Königsübung, die man schön ausbauen kann und alles, wenn sie möglich ist. Die Kniebeuge ist so meine favorisierte Übung. Und natürlich gehört da Klimmzüge, Liegestütze und eine Körpermittenübung, Crunch oder ein Sit-Up mit dazu zu meinen favorisierten. Ja, wie würdest du Kniebeuge? Also Kniebeuge ist ja so eine Königsübung, sei es jetzt mit eben Bodyweight oder halt dann auch normal mit dem Körpergewicht, mit der Stange dann. Wie baust du auf beim Kunden oder wie würdest du das aufbauen? Weil man sieht so oft auch mit dem eigenen Körpergewicht, wenn die Leute Kniebeuge machen, wären sie ab einem gewissen Punkt rund im Rücken. Michael, ja. Was würdest du da zum Beispiel? Also ich finde eigentlich am besten als Vorbereitung sogenannte Go-Go Squats. Also ich bezeichne es so, weil ich es an der Stange ausführe. Sie können sich an der Stange ein bisschen halten und dadurch natürlich fallen sie nach hinten um und schaffen jetzt erst einmal das Gewicht hier auch nach hinten. Wie nennst du den? Go-Go Squats. Go-Go Squats, okay. Das ist hier an der Stange aus. Das kenne ich mit dem Ball, oder? Ist das ähnlich, wo du den Ball an der Wand hast? Wäre ein bisschen ähnlich, weil du halt auch nicht umfallen kannst. Ich finde die Go-Go so ein bisschen besser, weil es nur die Hilfe, die du über die Arme gibst, was du brauchst aktuell. Ja. Das heißt also, im Idealfall hat er es halt nur ganz leicht zu einer Stange liegen und wenn er halt umfällt, dann kann er sie aber greifen und auch wieder an der Stange mit hochziehen. Mhm. Was jetzt beim Ball nicht so der Fall ist. Besteht da nicht so die Gefahr, dass sie sich zu weit einsitzen? Also nach hinten lehnen, dass das der Körperschwerpunkt von Haus aus nicht mehr stimmt? Kann natürlich passieren. Jetzt wenn zum Beispiel die Zehen sich ganz vom Boden lösen und sie einfach sie nach hinten fallen lassen, finde ich das sehr ähnlich wie bei der Multipress, wenn es Kreuzheben machen und wo sie einfach nur die Stange einlegen. Genau, aber stimmt schon, klar. Aber sie lernen wirklich dann auch, sich zu stabilisieren und den ganzen Radius halt vom Kniegelenk zu machen. Okay. Das finde ich sehr schön. Und bei dir ist... Ich arbeite mit was Ähnlichem, also du machst es mit der Stange festhalten. Man kann ja so Sachen machen wie Gewichtsscheibe in die Hand nehmen, um das Gewicht besser auszubalancieren. Ich arbeite sehr gerne mit dem Schlingentrainer zum Beispiel in der Hand und lasse am Schlingentrainer ihre Kniebeugen ausführen, was ja dasselbe Prinzip ist. Also, habt ihr Leute gehabt, die was die Kraft gar nicht gehabt haben, dass sie sich selbst nach oben drücken, also sprichwörtlich die das eigene Dreiviertel Körpergewicht gar nicht rausbringen? In jedem Körperbereich, glaube ich, hatte ich schon Leute, die von irgendeinem Körperteil kraftmäßig nicht in der Lage waren für eine Kniebeuge. Ganz egal, ob es Körpermitte ist, um den Oberkörper irgendwie nach oben zu ziehen. Natürlich, die Beweglichkeit ist schon überall, aber auch in Kombination mit der Kraft, um überhaupt irgendeine Stabilität zu halten. Sehr oft sogar. Ja. Also gerade wenn du Leute hast, die sportlich nie so aktiv waren oder noch nie auf ein gesundes Training geachtet haben. Ich glaube, mir begegnet es jeden Tag, wenn ich ehrlich bin. Im Reha-Bereich siehst du sehr oft. Also gerade im Reha-Bereich, ja, ganz klar. Wenn es dann frisch von der Operation kommen, dann ist sowieso alles langsam. Die haben halt meistens das Problem, dass eins von beiden Beinen eben verletzt war und deswegen halt dann sie alles auf eben das starke Bein dann verlagert und aufgrund dessen halt die Technik nicht mehr richtig beherrschen. Mhm. Ja. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen, was jetzt Reha und so betrifft. Ich zum Beispiel mache es so, ich arbeite sehr viel mit Boxen. Also ich mache halt dann im Englischen Air Squats bei der Box, da wo er immer die Möglichkeit hat, wenn es aufgrund der mangelnden Beweglichkeit aus der Balance hat, dass er sich quasi hinsitzen kann und wie man vom Sessel wieder aufstehen will und so arbeite ich halt von der Mobilisation mal abgesehen dann und gehst in die Position tiefer rein. Genau, geht dann langsam mal wieder tiefer, damit er vor allem auch mal die Kraft aufbaut, weil die meisten Fälle dann oben oder unterm rechten Winkel im Rücken die Stabilisationskraft, davon abgesehen, dass die Dehnung fällt. Ja. Und dann wieder Regeneration. Genau, die alles im Allen dann mehr oder weniger. Ja. Wenn ich gleich noch was einwerfen darf, aber ich schätze mal, wir sind alle drei, nur um das mal vorne wegzugeben, große Fans von Bodyweight-Übungen, richtig? Definitiv, ja. Absolut. Und super. Hat ja auch seinen Hype momentan, was wir bei unserem ersten Podcast schon angesprochen haben, mit den Calisthenics und den Freeletics und wie es alles heißt. Also das Bodyweight-Training ist ja nicht umsonst so beliebt. Man kann es ja tatsächlich überall machen. Für uns drei Personal Trainer ist es ja optimal, weil im Sommer, man kennt es ja, in den Fitnessstudio werden die Hallen leer im Sommer. Und ich als Personal Trainer und ich mit Sicherheit auch, habe einfach mein
Zielgruppe dann einfach nach draußen verlegt. Also ich schaue dann, dass ich viele Sachen dann draußen mache und da ist es einfach, bietet sich das Bodyweight-Training perfekt, an. Perfekt. Und vor allem auch zum Muskelaufbau, was ja oft die Leute so nicht wahrnehmen, weil Bodyweight-Training hat absolut einen muskelaufbauenden Effekt, wenn es richtig steuert. Ja. Überschwellige Reize kannst du locker machen mit Bodyweight-Übungen. Egal für welche Muskelgruppe. Egal für welche Muskelgruppe. Würde ich mal lange nach oben auch vor allem. Das hört ja nicht noch, wenn man Liegestütz gewohnt ist, die normale Variante, man kann ja das variieren, hochziehen und der gesamte Brustmuskel, nicht nur der Brustmuskel, aber vor allem der Brustmuskel profitieren ja dann, dass es auszubringen. Ja. Perfekt. Ganz klar. Und die Kombinationssachen sind natürlich super, wo ich jetzt beim Ronny vielleicht kurz einhaken mag. Speziell im Sommer, ich komme selber aus dem Ausdauerbereich und gehe natürlich sehr gern laufen. Auch im Winter, auch im Sommer natürlich null. Ja, klar. Und dann hast du den Rucksack dabei mit ein paar THX-Bandeln oder mit Turnerringen und du schmeißt irgendwo auf der Laufstrecke beim Baum drüber und legst los. Gell? Hängst irgendwo am Berg und hast ein wunderschönes Panoramafoto noch zusätzlich. Ja, ist super. Also, ja. Du hast ganz tolle, spontane Sachen machen und da sowohl die Leute gehört, als mir selber natürlich auch. Genau, oder überhaupt gleich mit Laufen kombiniert. Ja. 10 Kilometer laufen, dann 30 Liegestütze oder was auch immer. Ja. Also jetzt haben wir mal ein Basic, die Kniebeuge, und ich nehme mal an, der Liegestütz fällt auch schon ein bisschen in den Basic hinein. Was sind noch Basics? Also Klimmzug, glaube ich, ist kein Basic mehr. Zumindest nicht der klassische. Wie baut es aus? Es ist schon ein Basic, es ist schon eine Grundübung, aber es ist eine sehr unterschätzte Grundübung. Es ist keine Anfängerübung. Ja, natürlich nicht. Also untrainierte Person, sich an Klimmzüge ranzutrauen, kann eine Zeit lang gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Ja, kommt ja gar nicht hoch. Wenn er vielleicht also eine gewisse Grundkraft hat, manche reißen sich schon irgendwie hoch, das ist dann schon möglich. Was natürlich kann man auch gut aufbauen natürlich. Kann man wunderschön aufbauen, ja. Wie? Perfekt in den TX als Schreckzug. Genau. Oder Ruderzug. Angenommen, der hat kein TX, was könnte man noch machen? Nehmen wir mal an, die Leute jetzt können sich keinen Personal Trainer leisten und sagen, okay, sie gehen jetzt in, was weiß ich, in Wald, keine Ahnung, irgendwie so. Wie können die einen Klimmzug so imitieren, dass sie ihn machen können? Oder nehmen wir an, einen Park, da haben wir ein paar Utensilien. Es geht natürlich los, wenn du jetzt gar keine Utensilien hast, aus dem MaxF-System gibt es eine ganz nette Übung. Hm. Genau. Der Böck Behrens, glaube ich, war das, oder? Von Uwe, wenn du Uwe Böck Behrens, genau. Das Ladrudern ist da mal eine Sache, was man gut machen kann. Und aber halt auch brutal schwer in Wahrheit. Ich habe das probiert, ist das ist richtig. Mhm. Ja. Kannst du es aber dann über die Beindynamik halt dann entweder erschweren oder vereinfachen, also je nachdem, wie gut der trainieren, nicht, das schon drauf hat. Mhm. Also das finde ich ganz gut. Kannst du über die Drehhebel ganz gut arbeiten. Ja. Ähnlich wie beim TX mit diesem Row. Oder die nächste Variante wäre, wobei das dann schon, da muss sehr gut aufgefallen sein, ist dann halt exzentrisches Training. Mhm. Sprich, der Trainierende oder die Trainierende springt an die Klimmzugstange ran und lässt sie so langsam als möglich runter. Also einfach die Exzentrik. Oder ein Baumstamm oder was immer. Wisst ihr, wie ich gelernt habe, meine Liegestütze? Ich habe wieder einen Partner. Wir haben Klimmzüge. Ja. Wir haben von Anfang an unsere Klimmzüge mit Unterstützung gemacht, haben uns gegenseitig hochgeholfen, dass wir irgendwie auf unsere 10 Wiederholungen kommen, uns gegenseitig gestützt. Ja. Fand ich eine ganz gute Möglichkeit. Es ging ganz gut, ja, wenn man einen Partner hat, warum das nicht nutzen und so mit seinen Unterstützungsturm halt in lebender Manier hinstellen. Ja. Also ich baue das auch tatsächlich mit meinen Klienten in der Sprungvariante auf. Also wenn ich merke, der hat prinzipiell die Kraft nicht, fange ich mit Sprungklimmzügen an. Und wenn das jetzt im Wald oder am Spielplatz ist, jetzt um einiges leichter, weil da gibt es meistens also so stiegenförmige Klimmzugvariante, die was eben von niedrig bis relativ hoch dann geht, da kann man dann eh super springen. Und da kann man dann, wie du auch schon sagst, die negative Phase und betonen. Also man springt auf, bis das Kind drüber und dann lässt man sie langsam runter. Super. Das sind eben die Varianten. Oder dann eben, wie du vorher sagen wolltest, mit dem TX, dass die Grundkraft Rücken, Bizeps auch kommt. Ja. Superband als eine Möglichkeit. Ja, Superband ist sehr gut. Genau. Genau, die Bänder, wo du dann auch in die Klimmzugstange einhängen kannst und Unterstützung hast. Ja. Genau. Also ja, Möglichkeiten gibt es. Natürlich. Jetzt haben wir zwei. Also Sit-up klassischer, oder? War noch dabei. So als Basic. Oder habt ihr das für die Bauchmuskeln da andere Basics? Die was? Also wenn ich ehrlich bin, fange ich bei Bauchmuskulatur, wenn ich jemanden komplett Einsteiger habe, gerne mal mit einem Crunch an, bevor ich in einen Sit-up reingehe. Okay. Zum Beispiel. Also die Bauchmuskulaturen trotzdem im eigenen Körpergewicht, aber ein bisschen
ja. Ist der Crunch die kürzere Version vom Sit-Up? Ja, der Crunch ist die wie soll man es definieren, ja? Also ich versuche halt beim Crunch am Anfang erst einmal die Beine auszuschalten, damit sie überhaupt einmal die Ansteuerung von der Bauchmuskulatur herkriegen. Weil viele, wenn man sie einklemmt, zum Beispiel ist es mir, fällt mir sehr oft auf, für den Sit-Up haben die meisten keine Grundkraft, eben auch, ja, wie für andere Übungen auch, und ziehen halt dann sehr viel über Hüftbeuge, wenn ich die Beine vorher fixiere. Ist nicht falsch, natürlich nicht, aber viele Leute kommen in die Muskulatur gar nicht rein. Die sind gar nicht in der Lage, ihren Bauch wirklich anzusteuern. Ja, weil das Phänomen der verkehrten Ansteuerung, da wo die meisten über die Rückenmuskulatur die Bauchübung machen, also was ja möglich ist, was die wenigsten wissen. Was funktioniert. Und, klar, aber Kreuzweh. Auf Dauer ja. Deswegen baue ich zum Beispiel einen Sit-Up sogar auf zum Teil. Also wirklich nicht über eine Beinfixierung, sondern wirklich Bein in Stufenlagerung oder Fersen im Boden drücken, wie auch immer, um die Beinmuskulatur ein bisschen rauszunehmen. Und dann holen wir wirklich erstmal ein bisschen Ansteuerung und Kraft rein im oberen Segment der Bauchmuskulatur und dann geht es dann weiter in den Sit-Up. Aber den kann man natürlich auch dann wunderschön unterstützen, dass es eine gesunde Art und Weise ist. Ja. Auch da mit Superbändern. Ganz klar. Mit, also zwei Sachen. Ich finde zum Beispiel den Stütz ist jetzt keine ganz reine Bauchübung, aber sehr wichtig. Sprich Bankstütz oder eben auch die Liegestütz erstmal statisch gehalten, sehr wichtig, weil das halt die Basis von eben sehr vielen anderen Übungen ist. Ja. Rein im TRX zum Beispiel mit der Säge, mit allem Möglichen, ist natürlich immer dieser Stütz erst einmal das, oder die Planke wird sehr oft bezeichnet. Ja, vor allem kannst du beim Körpergewichtstraining im Prinzip eh nichts isolieren. Du hast ja eh, also ich finde ja, der Stütz, also die Brücke, nehme ich jetzt einmal an, meinst du jetzt, es ist schon 80% Bauchübung, wenn du das mit dem Rücken richtig machst. Also bin ich voll bei dir. Ja. Durchaus. Und das ist ja eigentlich die eigentliche Arbeit auch vom Rumpf, das Stabilisieren vor allem. Also bin ich da durchaus bei dir, dass man das sogar noch vor einem Sit-Up oder was ansteuern sollen, können sollte. Ja. Das finde ich mir sehr, sehr gut, weil es einfach die Basis so vieles bildet. Und dann bin ich eigentlich ein Fan, gar nicht so vom Crunch, sondern eher vom wirklich ganzen Sit-Up. Was natürlich oftmals das große Problem darstellt, ist einfach die Aufrichtung des Beckens. Viele kippen im Becken weg und kriegen somit eine Stauchung von den Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule oder provozieren das. Und bevor sie ein Sixpack haben, haben sie Kreuze. Genau, das baue ich dann auch wirklich gern als Partnerübung auf, dass ich einer über den Todpunkt leicht drüber helfe oder einer am Rücken mithelfe, je nachdem, wo oder wann das ausweichen kommt. Wie geht es deinen Klienten da mit der Abwärtsbewegung? Viele fallen ja dann mit einem steifen oder mit einem geraden Rücken quasi förmlich um, weil sie es nicht stabilisieren können. Finde ich ganz ein wertvolles Tool. Eben auch wieder die exzentrische Bewegungsphase, wie wir jetzt gerade beim Klimmzug gesprungen gesagt haben. Das können sie meistens von Anfang an besser, dass das Schambein oben bleibt und sich Segment für Segment abrollen. Und das gebe ich ihnen den taktilen Reiz, also ich drücke gerne auf die einzelnen Segmente mit meinen Fingern drauf und lasse dann langsam segmentweise zurücklegen, habe aber immer unterstützenderweise meine Hand hinten am Rücken, dass wenn sie mal wegknicken, wups. Ja. Das ist natürlich als Partnerübung hervorragend. Wenn es nicht als Partnerübung gedacht ist, dann brauchen sie irgendeinen Gegenzug, zum Beispiel wieder Superband, das an der Sprossenwand einhängst oder ein Seilzugturm geht natürlich auch. Aber da sehen wir schon, dass wir sogar einen Sit-Up, eine vermeintlich so einfache Übung, die ist, glaube ich, aufbauen müssen zum Teil. Ja. Und auch mit einem Personal Trainer doppelt unterstützt werden muss zum Beispiel. Ja. Im Studiobetrieb, glaube ich, ist es einer der am häufigsten abgefälschten Übungen. Mit Sicherheit. Durchaus. Ja. Durchaus. Ganz gleich bei den Wallballs, was wir jetzt im Moment gerade sehr trendig sind. Ja. Also mit den Wallball-Sit-Ups, meine ich jetzt. Ja. Ja. Achso, die Wallball-Sit-Ups habe ich überhaupt mit keinem gemacht, weil die macht sowieso keiner allein richtig. Nein. Die mache ich maximal im Personal-Training, aber alles andere wird einfach nur eine Schwungwerffang-Variante, die was dann den kompletten Sinn einbüßt. Sieht man aber oft, zumindest bei uns jetzt im Studio, ist das sehr oft. Richtig, sehr oft und 80% sind da nicht annähernd. Da muss ich aber dazu sagen, dass ich mir, wenn ich persönlich die mache, mir selber schwer tue, dass ich da korrekt in der Technik bleibe, weil es doch eine sehr anspruchsvolle Übung ist. Ja. Vor allem musst du den Ball immer perfekt werfen. Der muss perfekt bei der Wand einen Rebound haben, dass er wieder so zurückkommt, dass ich den richtig fangen kann und richtig abgehen kann. Und das sind wir zu viel Variablen. Oder? Ja. Es ist eine sehr athletische Übung auch, die wirklich viel an den Ballsportarten benutzt wird. Ja. Also ich bin groß geworden mit so einer Übung, sich bei Sit-Ups einen Ball zuzuwerfen, natürlich aus dem Basketball und
Die meisten fälschen das sehr, sehr ab. Hast du völlig, völlig recht, ja. Also ich gebe es ja auch ungern raus. Ja. Wenn, dann in einem 1:1 lasse ich es mir eingehen. Ja, vor allem ist das eine Terrorübung. Wenn du dann starken hast, der hörst du dann im ganzen Fitnessstudio ständig den Ball, bumm, irgendwo dagegen. Das ist, ja. Ich meine, ist ja, Fitnessstudio ist kein Leichenkeller, aber man kann es auch übertreiben. Ja, jetzt haben wir Liegestütz, haben wir noch nicht so direkt besprochen. Wie schaut es da bei euch? Also ist Liegestütz für euch eine Basisübung, mit denen ihr bei Anfänger anfangen würdet? Unbedingt. Ja? Unbedingt. Okay. Finde ich ganz wichtige Übung. Wie baut, oder wie baust du die auf, mich? Machen wir es schon mal? Eigentlich drei Varianten. Es gibt natürlich die klassische, was man sehr häufig auch im Kursbereich sieht, diese Damenliegestütz-Variante mit. Ich nenne es gerne Knieliegestütz, Damen. Ein bisschen diskriminierend. So habe ich es nicht. Nein, natürlich nicht. Und, ja, gefällt mir persönlich nicht so gut, weil aus dieser Liegestütz-Variante heraus kommen die wenigsten. Das heißt, dass sie es dann wirklich mal schaffen, auf die gestreckte Liegestütz umzugehen, aber die Erfahrung gemacht, schaffen dann die wenigsten. Ich präferiere eher die Versionen auf Boxen. Du hast ja vorher schon von den Boxen gesprochen. Mhm. Und je höher die Box, desto leichter ist es. Aber wie darf man das? Also du lässt die Hände, die Arme auf die Box. Die Arme auf die Box, genau. Die Beine waren dann doch zart. Kommt dann später. Ja. Und wechseln wir dann. Und genau, je höher natürlich, desto leichter wird es vom Hebel. Und so weist er langsam auf. Sie machen aber immer die gestreckte Variante. Und das finde ich sehr schön, weil es wirklich dann auch wieder diese Stütz, die Stütz brauchen. Sprich, die ganze Rumpfmuskulatur eben als stabilisierenden Faktor mit einbinden, was bei der knienden Variante nicht der Fall ist. Und das nächste ist, was auch eine Möglichkeit darstellt, die für mich sehr gut, sie machen es ganz klassisch im Flachen, legen sie aber komplett ab, von mir aus einmal mit Arme hochheben und wieder andrücken. Die Hand-Release-Variante. Genau, finde ich sehr schön. Das ist halt das Phänomen des Aufwurmens sehr stark, dass sie wirklich mit dem Oberkörper das erste wegdrücken und die Mitte komplett fallen lassen. Und dann natürlich durchhängen, ganz klar. Weil da der Hand-Release, also der mit dem komplett ablegen, ist in Wahrheit um einiges schwerer wie der normale Liegestütz, weil die Nasenspitze von mir aus am Boden berührt, wenn ich einen Rumpf nicht stabilisieren kann. Richtig, Bankstütz wieder Voraussetzung. Also die Technik des Bankstützes ist wieder die Voraussetzung. Weil aus dem kompletten entspannten Zustand perfekt wieder auszudrücken, das kann schon ganz schön anspruchsvoll werden. Jetzt mehr Cobra als sonst. Ja. Also, bei dir auch die da bin ich komplett bei euch, also da gibt es gar nicht großartig was dazu zu sagen. Ähnliche Varianten über die Box. Mhm. Ja, Hand Release bin ich großer Fan. Ich benutze durchaus auch einmal über die Knie, die Damen die ja. Aber wenigstens bin ich jetzt nicht der Lord. Ja. Der Ronny ist der Gentleman. Ja, wird's mal nicht. Aber es kommt. Ja, vor allem habe ich schon mit Damen Crossfit gemacht, die mir verblasen haben. Also. Ja. Aber es kommt auf die Person immer drauf an. Und was mich da mehr interessieren wird, also weil ihr habt eigentlich beides gesagt dazu, ihr seid schon ein Fan, jedes Mal den kompletten Weg nach unten zu gehen, um das mal wirklich. Einfach mal so einen Raum zu werfen. Seid ihr Fan, einen Liegestütz, machen wir was anderes, eine Liegestütz über kleine Bewegungen aufzubauen. Wenn ich erstmal eine Viertel des Obliger kann, dann eine halbe, dann eine Dreiviertel. Nein, aber das Problem meiner Meinung nach ist jetzt bei einem Liegestütz, man kann es schon über einen Viertelweg machen, aber er wird halt auch nur in dem Viertel stärker. Klar. Ja. Also wenn, dann mache ich das so wie der Michi, ich mache entweder die Knieliegestütz, Knie. Oder, oder eben, wie du gesagt hast, mit den Boxen, weil ich bin ein Fan von Full Range of Motion, das ist einfach essentiell, weil für das habe ich die Bewegung, dass ich es auch machen kann. Aber es sind mehrere Punkte einfach notwendig, dass ich die Sachen in einer Full Range of Motion machen kann. Und dafür gehört halt einmal die Beweglichkeit, sprich die Mobilität, das allererste dazu. Und wenn ich sehe, dass das halt beim Liegestütz in dem Fall, wenn das jetzt einfach eine katastrophale Bewegung ist, vereinfache ich die in der Full Range of Motion. Und wenn er aufrecht an der Wand lehnt und die Bewegung macht, so lang, bis es halt möglich ist. Ja. Aber ich verkürze den Weg nicht, weil ich einfach der Meinung bin, dass halt der Muskel dann wirklich nur in dem Bereich stärker wird. Und es ist tatsächlich auch der Fall, wenn ich Viertelbewegung mache ich ganz andere Muskeln beanspruche, wie wenn ich von unten den ersten Viertelweg mache, der einer an für sich der schwerste ist. Ja, die Nummer ist die Muskeln am schwächsten. Aber ich bin da schon ein bisschen bei Manuel, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Übung steigern magst,
dann ist es genau in diesem Todpunkt zu trainieren natürlich sehr, sehr wertvoll. Also das war dann wieder der schwerste Punkt. Der schwerste Punkt, natürlich, ja. Da wo du zum Versagen kommst, ganz klar. Also das machen natürlich die Bankdrucker, machen das natürlich sehr früh, dass die dann genau in diesem, aus der Dehnung raus unten immer diesen kleinen Weg gehen, dass sie da wieder Leistungssteigerung können. Also genau, oder bei der Kniebeuge unter der... Genau. Und am rechten Winkel. Man kann es machen. Es macht Sinn, wenn man ein Ziel hat. Ja. Da einfach besser zu werden. Ja. Genau. Also aber grundsätzlich natürlich der volle Bewegungsumfang. Ja. Ja. Also da sind wir uns alle drei einig, dass da brauchen wir keinen, ja, vor allem, Satz verschwenden dazu. Ja. Was für mich noch wichtig ist. Das ist übrigens ein voll schönes Thema mal. Was Full Range of Motion, warum? Oder wann nicht? Oder warum nicht? Ja. Ja, oder wann nicht vor allem? Mhm. Ja, wir müssen uns merken auf jeden Fall. Das werden wir auch in einem Podcast super einmal ausführlich. Da gibt es sicher einiges zum Sagen. Mhm. Aber was mir auffällt bei Bodyweight-Übungen, wenn es jetzt nicht über einen Trainer gesteuert ist oder über das Person-Training abläuft, ist einfach, sie werden meiner Meinung nach einfach komplett unterschätzt und ein bisschen vernachlässigt in der Technik, finde. Weil es einfach sind, es ist ja eh nur Bodyweight, da kann ja eh nichts passieren. Es kann tatsächlich nicht wirklich viel passieren, sage ich jetzt einmal, wenn ich mich nicht komplett blöd anstelle. Ja. Aber beim Klimmzug, wenn ich den falsch mache, kann ich mir halt schon die Rotatormanschetten kaputt machen. Oder beim Liegestütz kann ich halt dann mit einer schlechten Technik, vor allem bei Bürositzer, die arbeiten dann halt mit den Schultern bei den Ohren Liegestütze oder schieben die Ellbogen zu weit ausziehen oder was auch immer. Also ich präferiere, oder bin ich wahrscheinlich da bei euch also an der richtigen Adresse, einfach wirklich an der perfekten Technik. Und ja, wir haben es schon öfters besprochen, einen perfekten Liegestütz, da baust du sowas von Brustmuskeln auf, weil da machen wir 20 perfekte Liegestütze. Da wo das Gewicht auf den Armen ist und nicht da hinten nach hinten ausschiebt oder was auch immer. Ja. Mit Sicherheit, ja. Denke ich. Ich hab grad und dann viele Varianten. Ja. Varianten gibt es bei Liegestützen unzählige. Ja. Also ich wüsste halt, habt ihr schon Liegestütz-Workouts gemacht, einmal nur mit Liegestütz die Brust zerstören? Nein. Ja. Eine Liegestütz-Workouts. Also das habe ich auch nicht gemacht. Ist aber witzig, ja. Ja, das ist eh unser Thema. Ja. Was kommt nach dem Liegestütz? Was? Angenommen Liegestütz, Kniebeugen, Sit-Ups und was haben wir noch? Klimmzug, das sind unsere vier Basics von mir aus. Lass uns einfach mal so stehen. Was baut es drauf an? Liegestütz ist eine wunderschöne Variante. Ja, bleiben wir in der Brustmuskulatur. Zum Beispiel jetzt Dips oder als Grundübung. Du kannst das als neue Grundübung sehen, weil es ist schon etwas Anspruchsvolles da. Natürlich kann man die Dips auch wunderschön aufbauen. Mhm. Und überall machen, das ist das Praktische. Ja. Wo wir wieder beim Laufen waren. Eine Parkbank reicht. Aber da ist natürlich gerade für die Brustmuskulatur, finde ich, gibt es wunderschön im Körpergewichtsbereich Übungen, die das Ganze anspruchsvoller gestalten. Also versetzt die Arme bei den Liegestützen. Was gibt es alles? Scorpions. Ja. Es gibt schränken wir es einmal anders ein, sagen wir sinnvolle und sinnlose Variationen. Vielleicht probieren wir es so. Also was ist eine sinnvolle Intensivierung von einem Liegestütz? Was würde euch da einfallen? Kannst du zum Beispiel, wenn du es mal nur leicht intensivieren magst, hebst ein Bein an. Mhm. Dann hast du schon ein bisschen mehr Rumpfstabilität dabei. Iliosakralgelenksstabilisierung wird gefördert. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Was wir alle drei machen, ist Fußerhöhung. Ja, also Beinerhöhung und mehr die Verlagerung auf den oberen Brustmuskel, mehr Schulter ein bisschen mit aktivieren und so weiter. Ich glaube, damit arbeiten wir alle drei. Ja. Was ist eine sinnlose Variante? Was würdet ihr es nie machen? Also mit dem Anfänger so ein Kruzifix-Liegestütz darf ich nicht machen. Achso, okay, da musst du auseinander. Wenn du sehr breit bist und dann so machst. Ja, aber das ist ja es ist ja keine sinnlose Variation. Mit dem Anfänger ist halt bloß so. Ich glaube, sinnlos ist gar keine. Also mir fällt jetzt keine sinnlose ein. Was wollen wir mit dem Anfänger oder sagen wir, auch nicht machen sollte, das ist vielleicht. Ist sinnlos vielleicht. Ist sinnlos vielleicht der falsche Ausdruck? Nennen wir es anders. Nicht notwendige Variation, weil die Verletzung überhand nehmen würde oder weil einfach die Ausführungswahrscheinlichkeit einfach schlecht ist. Oder also ich zum Beispiel für mich ist, wenn ich es jetzt als sinnlos bezeichnen sollen würde, es ist kein sinnlos, um Gottes Willen, aber es ist einfach eine nicht notwendige Variation, ist der einarmige Liegestütz in meinen Augen. Das ist eine Variante, die ich persönlich nicht präferiere, weil ich einfach ich sehe es nicht als notwendige Variante, dass ich mich noch weiter steigern kann. Es ist natürlich sehr, also es verleitet meiner Meinung nach
sehr stark zum Abwaschen, dass ich dann nur mehr als Schulter Trizeps arbeite oder was auch immer. Also das sehr, sehr schwer. Du musst ja alles Mögliche parieren, dass du in den Winkel reinkommst, dann arbeitest du sehr stark über das Ellbogengelenk oder über die Schulter. Oder wie auch immer. Also um den sauber zu machen, da musst du schon ein... Also auf ein Experte. Diese Experten immer. Genau. Da musst du schon Spezialist in Körpergewichtsübungen sein und gerade in dem Muskulatur. Nee, also ich hätte sie noch nicht rausgegeben. Da habe ich zig andere Varianten, was ich im Liegestützbereich mache, bevor ich eine einarmige Liegestütz mache. Also ich habe sie noch nicht rausgegeben. Also weil du bist ja der Einzige, der Liegestütz ohne Hand kann. Mit dem kurzen Namen T-Rex. Ja. Also ich finde es gewaltig, also super. Ja. Weil ich selber komme aus einem Sport, der sehr einseitig ist. Sprich, Tennis habe ich früher gemacht, bevor ich mit dem Triathlon eben zugange war. Und als Tennisspieler hat man eine starke und eine schwächere Seite. Und natürlich über einbeinige, aber auch einarmige Geschichten kann man den Ausgleich natürlich hinkriegen. Besser gesagt, zumindest die Annäherung. Man muss immer ganz ausgleichen, wäre das eine eigene Geschichte. Aber ich finde es gewaltig gut, wer es kann. Wie die Crucifix, das ist natürlich ein Hammer. Ich kann es nicht gescheit, weil ich von der Schulterkraft her das nicht stabilisiere. Das heißt, für mich ist die Crucifix eine Kreuzigung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also die ist mit Sicherheit für mich nicht geeignet. Für andere mag es geeignet sein, aber genau, ich stehe auf Einnahme. Ich finde das super. Wie oft gibst du die raus? Also wie oft bist du dann so weit, dass du sagst, oder ist dein Kunde so weit, dass du die auch rausgibst? Wie oft machst du das? Also das ist eigentlich... Was musst du vorher schon kennen, dass du sagst, die mache ich mit ihm? Er muss sauber stabilisieren können. Also er muss eine wahnsinns Rumpfstabilität haben, er muss eine super Schulter haben und er muss natürlich die normale klassische Liegestütz in sehr vielen Varianten schaffen, eben wie mit erhöhten Beinen. Er muss, er braucht einfach ein gutes Kraft zu Körpergewichtsverhältnis. Ich muss sagen, also vielleicht liegt das nur rein an mir, das kann durchaus sein. Ich habe das Problem, dass ich im einarmigen Liegestütz nicht mehr auf die Brust komme, weil ich mein Gleichgewicht so verändern muss, dass ich gar nicht mehr hinkommen kann. Und ich habe vermutlich die Kraft oder definitiv die Kraft, weil ich kann es machen. Ja. Aber vielleicht fällt mir irgendwo die Kraft. Also was würdest du vermuten, wenn ich sage, okay, bei mir arbeitet nur Trizeps und Schulter. Was mache ich höchstwahrscheinlich falsch? Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu sagen. Verlagert ich mich zu stark oder was machen den Kunden falsch, der ich sage, hey, einarmige Liegestütz kann ich, aber von der Brust habe ich da überhaupt nicht. Also die Brust hat davon nichts mehr. Ja, eigentlich ein bisschen verständlich, weil du den Ansatzursprung bei weitem immer so annäherst wie bei der klassischen Liegestütz. Der Winkel verändert sich komplett. Genau. Also ist es dann überhaupt noch... Mehr, es ist keine richtige Brustübung mehr, meine Ausbildung. Es geht mehr in der Dip-Richtung, in der einarmigen Dip ist es eher. Also, es ist mehr eine vordere Schulter ohne Trizeps. Ja, es ist der Gang, er macht Liegestütz ohne Hand. Aber es ist mehr eine Trizeps- und Schulterübung, definitiv. Also du bist nicht so weit. Ja, aber dann erfüllt es für mich den Sinn nicht mehr. Kann ich sagen, okay, Mörder-Trizepsübung. Oder super. Mörder Eigenkörpergewichtsübung vielleicht zu stehen lassen. Aber das eine Großansteuerung von der Brustmuskulatur hast du dann nicht mehr. Also die Anstrengungsverhältnisse verlagern sich auf jeden Fall nach außen. Mhm. Auf jeden Fall. Also schon von der fehlenden Stabilität auf der zweiten Seite. Okay, also muss man sagen, es hat seine Pro und Kontras. Mit Sicherheit. Ja. Also ich meine, schlechte Übung finde ich es auch nicht, aber wie gesagt, ich würde. Die wenigsten können es, oder? Mhm. Ja. Ja, führt uns zum nächsten, wenn wir schon oben einarmig waren, gehen wir mal unten einarmig. Angenommen, das Ziel ist eine einbeinige Kniebeuge mit dem, also Pistol nennt man es, oder One-Legged Squat oder wie immer. Würdet ihr die Übung bei euren Klienten machen? Wenn ja, wie baut ihr das auf, dass das dann keine Kniekatastrophe wird? Dafür ist einiges notwendig in den meisten Fällen. Also für einen Pistol Squat ist nochmal deutlich mehr Beweglichkeit gefordert, wie für eine normale Kniebeuge oder auch Langhantelkniebeugen. Es ist deutlich mehr Kraft gefordert, wie Kniebeugen mit Zusatzgewicht. Also Beweglichkeit, Kraft sind schon mal zwei Voraussetzungen. Aber auf richtig hohem Niveau. Also ich bin ein Paradebeispiel, ja. Ich mit meinen Hebenverhältnissen ist eine Katastrophenübung. Ich kreuze mich mit einem Pistol Squat. Ja. Den kann man natürlich wunderschön auch aufbauen mit Unterstützung. Ja, also ich mag ihn an sich sehr gern, aber ich selber zum Beispiel arbeite unglaublich gern mit dem TRX, wenn ich einen Pistol mache oder aufbaue. Vor allem, weil man natürlich die Unterstützung
sehr gut variieren kann, indem ich einfach halt ein bisschen mehr oder weniger ziehe. Und dann muss ich aber gleichzeitig an der Beweglichkeit und an der Kraft arbeiten. Und gerade beim Pistol Squat ist doch so, dass würdet ihr es denn gleich mit dem Pistol Squat als Bewegung anfangen mit halt TRX als Vereinfachung oder die Suprabänder als Vereinfachung? Da finde ich halt viel dazu. Ja. Weil, wie der Manuel schon sagt, mit der fehlenden Beweglichkeit, vor allem natürlich Hüftbeuger und lumbaler Bereich vom Rückenstrecker, sind da die limitierenden Faktoren. Und die muss man unbedingt gut auftrainieren, zum einen, damit sie halt auch in dem neu gewonnenen Bewegungsbereich auch Kraft entwickeln können. Also nur rein denen ist in meiner Augen da zu wenig. Als auch natürlich eben beweglich genug machen. Vor allem ist es mobilisieren, was es am meisten braucht, glaube ich. Ja. Also gibt es dann für in meiner Augen sehr gute Spezialübungen, die mit meinen Leuten sehr viel machen. Das ist teilweise sehr lustig auch schon. Die da wären? Die da wären der Reverse Beckenlift. Du liegst in Bauchlage über eine. Ja, über so eine Bank drüber, wo du aber nach hinten abgeschnitten bist. Das heißt, du kannst das Becken ganz einfach und ganz hochschirmen hinten. Also und die Bank muss aber schräg nach oben verlaufen. Sonst Rückenstrecker verkehrt, oder wie stellen wir das richtig vor? Du drehst ein Punktum Fixum und Punktum Mobile um. Das ist der bewegliche Punkt. Und aus was für ein Grund heraus machst du das? Was ist da für dich der Hintergrund, dass du sagst, okay, aufgrund dessen wird er dann im Pistol besser? Weil er dann nicht so wegknickt. Also du stärkst den unteren Mental wieder stärker und eben nicht der komplette Rückenstrecker. Ganze Hüftbeuge wird auftrainiert und eben auch der untere Rückenstrecker. Und dann machst du es halt auch genau. Und der Gluteus auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Gluteus ein bisschen, der ist leicht dabei, ja. Okay. Und unbedingt natürlich Hüftbeuger. Hüftbeuger, aber jetzt nicht nur über zum Beispiel Leg-Race-Geschichten, sondern wirklich ein Hüftbeuger. Und das mache ich jetzt auch nicht über Dehnen, sondern das mache ich zum Beispiel am Seilzug tun. Die hängen so eine Bandschlaufe ein, legen auf eine Bank drauf, das arbeitende Bein hängt von der Bank runter, dass er wirklich in die volle Dehnung Hüftbeuger kommt und jetzt hebt das Knie maximal bis zur Brust, gegebenenfalls unter zur Hilfenahme der Arme, dass er den Radius vergrößern kann und exzentrisch langsam wieder zurück. Okay, also du trainierst quasi die Hüftrückenmuskulatur und natürlich dann auch den unteren Bauch, dass er in den Pistol kommt. Genau. Aber das war richtig gut. Und natürlich alles, was mit Beinen zu tun hat. Das sind jetzt mal zwei limitierende Faktoren, die meistens eine Kniebeuge limitieren vom Radius der Tiefe, wo dann der Rücken halt wegknickt. Und natürlich auch ein Pistol limitieren. Und beim Pistol gehören natürlich gewaltige muskuläre Stabilisierungskomponenten dazu, vor allem fürs Knie. Ich finde sehr gute Ansätze, weil du ganz definitiv recht hast, vor allem im unteren Rücken brechen die Leute wie warm ist einmal weg. Weil es einfach wirklich bei Übungen mit Kreuzheben die meisten knapp drüber am meisten arbeiten, aber halt direkt das L5, S1 gerade in dem Bereich am schwächsten dann wieder sind, wo es an Rücken betrifft. Und dann Übergang natürlich zum Gluteus. Also da bin ich sicher voll bei dir. Aber reicht es schon? Reicht es Oberschenkel kräftigen und die Muskulatur runter? Technik ist ja viel Technik. Was? Viel Technik, dass die Ferse schön unten bleiben kann, dass man nicht Sprunggelenksbeweglichkeit. Super. Also Mobilität wieder. Ja, also ist Mobilität. Super, kannst du wieder aufbauen. Also ich bin da, das ist eine Übung, wo ich zum Beispiel sage, da reichen mir Bodyweight-Übungen nicht aus, um die zu können. Zum Vorbereiten. Also da bin ich absolut nicht rein bei Bodyweight. Da bin ich beim Seilzugturm ist für mich da unersetzlich, weil da musst du sprunggelenkstechnisch ein Tibialis voll aufbauen, über einen Bandschlaufe oder was auch immer du das da machst. Und natürlich die Wade genauso. Genau, also die Dorsalextension und Plantarflexion, ganz, 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 ganz wichtig, natürlich für Pistols. Und da bin ich halt bestens beraten, mit dem Seilzugturm, in meinen Augen. Okay, bei dir? Für Körpergewichtsübungen auf dem Niveau aufzubauen, ja, erfordert es definitiv mehr als andere Körpergewichtsübungen, hundertprozentig. Ja. Also sehe ich auch genauso. Man kann es natürlich anders aufbauen, aber dann ist die Verletzungsgefahr in meiner Augen da schon relativ groß. Weil du sehr hohe Belastungsreize natürlich setzen kannst. Die Frage ist natürlich, kann das jeder, was du jetzt machst? Eben nicht. Also die Sache ist, selbstständig sich aufzubauen, da ist schon einiges an Wissen dann eben notwendig. Ja, ja. Also wie gesagt, um dann einen guten Trainer. Also ich muss da Lanze brechen und ich mache das mit meinen Kunden schon ohne. Aber bei mir ist es halt so, dass ich mein Kernelement bei einem Pistol liegt immer vorrangig in der Erhöhung der Beweglichkeit. Weil ich glaube, dass das, was du sagst, ist alles richtig, definitiv. Da gibt es keinen Punkt, der nicht berücksichtigt wird. Aber ich glaube einfach, dass er sich viel Kraft sparen kann, wenn die Beweglichkeit da ist.
Das heißt, dass der im Lendenwirbel, im Tibialis, in der Wade, im Hüftbeuger, im Oberschenkel insgesamt weniger Kraft benötigt, wenn er die Ausführung einmal grundsätzlich machen kann. Das heißt, wenn die Beweglichkeit aus der Hüfte da ist, dass das wie ein Scharniergelenker arbeitet, dass er den Oberkörper vorlehnen kann, dass er mit dem Knie knapp an den oder vielleicht leicht über die Zehenspitzenwinkel drüber kann, weil das Fußgelenk die Bewegung zulässt, die Hüfte aber nicht einkippt, weil der Stand, also der gestreckte Fuß auch hält. Und dann kann man sehr gut aufbauen wieder mit Boxen oder wieder mit dem ganz klassischen Hinsitzen. Weil ich dadurch, wenn ich sage, okay, ich fange jetzt mit einer 60 cm Box an und arbeite, da haben wir wieder zum Beispiel das Thema Range of Motion. Da bin ich der Meinung, okay, baue ich den Weg nach unten hin auf. Ja, das ist eine super Variante mit Sicherheit. Aber der Knackpunkt für mich, so wie bei sehr vielen Übungen, ist einfach die Beweglichkeit an sich. Ich muss die Beweglichkeit schaffen, weil der stärkste Muskel hilft mir nicht, wenn ich ab einem gewissen Punkt der Muskel nicht mehr halten kann, weil das Gelenk sich das Drehen beginnt. Und was passiert dann? Sie fallen ins Knie rein. Beim Wall ist ja... Wenn sie überhaupt ins Knie reinfallen können, beim Pistol fallen sie einfach nach hinten um. Ja. Zum Beispiel. Ja. Wenn die Beweglichkeit vorhin beim Fußgelenk nicht reicht oder wenn ab einem gewissen Punkt sie das Becken einrollen muss, weil einfach die ische Chorale zieht und die Beweglichkeit weiter nicht zulässt. Ja. Und glaube ich, das sind die Kernelemente. Oder die Hype-Extension-Variante, die du vorher gesagt hast, mit dem hinten rum, da würde ich zum Beispiel die Variante vorne nehmen, dass ich einen Fuß in einem minimalen Winkel lasse, er unter der Hüfte einschiebe, Voraussetzung schmerzfrei, dass er das kann, dass die Beweglichkeit da ist, aber sonst mache ich sowieso kein Pistol mit an. Und dann lasse ich ihn lernen, dass er über die Hüfte seinen Oberkörper rotiert. Und nicht über den Rücken. Und dadurch schaffe ich Überkräftigung und Beweglichkeit. So wie es halt immer. Eine Variante, aber es führen mehrere Wege nach oben. Eklar, nice, gut. Im Fitnessstudio hast du wahrscheinlich die schnellere Variante gewählt und auch sicher eine wahnsinnig gute, vor allem das mit den TRX, da wo einfach die Beweglichkeit auch schon mal über die Bewegung an sich gefördert wird, was ein sehr wichtiges Tool ist. Also ja, wer die Möglichkeit hat, ein Pistol lernen will, soll es auf jeden Fall in einem Fitnessstudio machen und am besten unter Beobachtung. Ja, das ist schon sehr komplex. Also da mal. Gibt es da noch was dazu sagen von eurer Seite? Zum Pistol selber? Ja, auch zur Technik. Ich habe jetzt doch sehr viel geredet, was das betrifft und ich hoffe, habt ihr keine Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du hast deine, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt. Wenn ich sie mache, dann mit dem TX. Also das finde ich eine wunderschöne Möglichkeit. Mhm. Wunderschön. Also du würdest es auch nicht anders aufbauen, wenn du... Ich habe sie schon mit den Boxen machen lassen. Also dann eben auch über eine nach und nach Veränderung der Range of Motion. Aber gerade am TX finde ich es ganz nett, weil du die Möglichkeit hast, wenn die Beweglichkeit nicht hundertprozentig gegeben ist, ja, trotzdem die Bewegung zu machen und zumindest Kraft in gewissen Segmenten aufzubauen, ja? Obwohl jetzt zum Beispiel das Sprunggelenk nicht beweglich genug ist. Weil wenn das Sprunggelenk nicht beweglich genug ist, hast du keine Chance, ein bisschen zu machen, weil du einfach nach hinten umfällst, auch wenn alles andere passt. Das heißt, wenn Leute sowas unbedingt machen wollen, und oftmals kommen Leute und sagen, sie möchten unbedingt ein Pistol machen und du kannst sie nicht davon abhalten, zum Beispiel, dann wäre das eine Möglichkeit für mich zu sagen, okay, dann machst du einen Schlingentrainer, da tust du dir nicht weh. Ja. Du kippst aber auch nur nach hinten weg und du kannst sauber arbeiten, ohne jetzt halt irgendwie. Zug nur aus der Arme mitgehen. Genau, und dann muss natürlich gleichzeitig zusätzlich an der Beweglichkeit gearbeitet werden, dass sie nach und nach dann in einen freien Pistol reinkommen. Ja, aber wenn jemand sowas machen will, finde ich das eine schonende Variante, um sich nicht zu verletzen dabei. Ja. Ich habe vielleicht diesbezüglich eine ganz nette Studie, ich glaube von Schmidt-Bleichner war die, wo es jetzt Beweglichkeit angeht. Und da ist getestet worden, also jetzt nicht zu lang werden, gell? Gelenkigkeit oder Beweglichkeit? Beweglichkeit. Und da ist halt getestet worden, Kontrollgruppe, die sich natürlich nicht gedehnt hat, eine Dehngruppe, die halt die Mobilisation über Dehnübungen verbessert hat und eine Krafttrainingsgruppe, die die Beweglichkeit über Krafttraining verbessert hat. Und die Trainingsgruppe, die es über Krafttraining gemacht hat, hat einen entscheidenden Vorteil gehabt. Der Bewegungsbereichsgewinn war etwa gleich zwischen der Dehngruppe und der Krafttrainingsgruppe.
Bei der Dehngruppe ein bisschen höher, aber einen großen Nachteil hatte die Dehngruppe. Dass es nicht kräftiger geworden ist. Genau. Mhm. Die hat zwar ein bisschen mehr Bewegungsradius gehabt, aber in dem neu gewonnenen Bewegungsumfang keine, Kraft. Keine Kraftentwicklung da war. Das heißt jetzt, das Blätzbein. Das ist ja der Unterschied zwischen Mobilität und Dehnen. Ja. Weil Dehnen nicht kräftigt und Mobilisationstraining eben schon. Genau. Genau. Entschuldigung. Nein, passt. Also das war es im Prinzip. Also sprich, wenn so eine Person dann in einen Spagat ausrutscht, weil es eisig ist, reißt sie die gut gedehnte, genauso leicht Muskelfasern oder Bänder oder Sehnen als für die nicht gedehnten. Die kräftige hingegen hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass nicht viel passiert oder nichts passiert. Ja, das Dehnen an sich mache ich bei meinen Kunden generell sehr wenig. Ich mobilisiere sehr viel. Mhm. Und das Maximale, was ich mache, wenn ich merke, okay, der hat jetzt auf der Patella zu hohe Spannung mhm. im Muskel, dann nehme ich die Spannung übers Dehnen raus. Mhm. Das mache ich schon, aber dann auch wahrscheinlich mal als erstes über die Formrolle und dann möglicherweise übers Dehnen, weil Spannung ist ja nicht schlecht fürs Gelenk, aber wenn es zu hoch und zu einseitig ist, ganz halt nicht klar. Gut. Aber wie gesagt, die Mobilisation in dem Sinn finde ich einfach wichtiger als Dehnen, weil wie du sagst, Dehnen gut bringt aber in Wahrheit kein Kraftzuwachs oder keine Stabilität deswegen. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Ja. Sicher so. So ist. Ja. So ist. Was kommt als nächster? Jetzt haben wir Liegestütz, haben wir ein paar Varianten verzählt. Von der Kniebeuge zum Pistol, da haben wir einen ganz schönen Sprung in Wahrheit gemacht. Mhm. Nehmen wir die Kniebeuge mal. Jetzt haben wir einen Anfänger, der macht 50 perfekte Kniebeugen in einem durch oder vielleicht, wenn man sich einem ansagt, noch mehr. Wie würde man beidbeinige Kniebeuge, ohne jetzt ein zusätzliches Gewicht ranschaffen zu müssen, wie kann man sie erweitern? Was für Tools aus unserem Wissen kann man nehmen, ohne, dass ich angenommen, wir haben gar nichts, wir stehen draußen, wir haben keinen Baum, wir haben keinen Wald, wir haben nichts zum draufspringen. Die Zukunft quasi. Die Betonblöcke haben wir. Ja, Ausfallschritte ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Ausfallschritte, ja. Und die sehr schön, verschiedene Längen. Gehen wir halt wieder aus der Kniebeuge an sich raus. Mhm. Also es ist definitiv. Wenn du jetzt in der Kniebeuge bleiben willst. Machen wir schwach, wir bleiben in der Kniebeuge, wir haben nichts. Na gut. Dann. Außer Wissen. Anspannungsdauer, Haltedauer wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Okay. Also die TOT verändern. In was für einer Position würdest du das machen? Kommt drauf an. Man kann natürlich stufenweise Positionen halten. Man kann Tiefpositionen halten. Man kann sowohl die Exzentrik als auch die Konzentrik extrem verändern ins Langsame. Und damit hat man schon einen sehr hohen Intensitätswechsel mit drin. Ja. Okay. Das ist so. Was spricht gegen Ausfallschritte? Na, gar nichts. Aber Ausfallschritte ist eine perfekte Übung. Aber angenommen, du machst jetzt nur die Kniebeuge. Was würdest du variieren in der Kniebeuge, in derer Bewegung? Das meine ich. Was für Variation von der Kniebeuge gibt es? Ausfallschritt ist ja an und für sich wieder eine ganz andere Übung dann. Ja, gut, es gibt bei der Kniebeuge dann zum Beispiel eine breite Variation. Dann gehst du mehr in die äußeren Glutenreihe und Abduktoren. Ja. Sumo-Kniebeuge oder sowas? Ja, Sumo-Kniebeuge. So. Mhm. Hast du schöne Dehnung der Adduktoren natürlich, Oberschenkel, Innenseiten dabei. Wunderschöne Übung. Für mich als Läufer sehr wertvoll. Mhm. Genau. Ja. Kniebeuge kann man auch verändern in die andere Richtung, etwas athletisch werden, springen am Schluss zum Beispiel. Ja, wenn es dann auch wieder in einen athletischen Sportler zum Beispiel geht, ja, bringt das sehr viel. Bist du auch nur bei einer Kniebeuge und bei einer Kniebeuge-Sprung-Kombination. Oder einfach die Explosivität schnell. Oder an sich schnell auf Explosivität steigern, ja. Man muss ja nicht zwangsläufig springen, weil da kann man auch wieder streiten, was mit dem Knie passiert. Aber so, man das kann. Ja, super. Ja. Das wird abfedern können, perfekt. Okay, ja, dann haben wir eh schon das nächste, dann ist der Ausfallschritt die nächste Variante, ja. Oder? Also wenn die Kniebeuge ausgeschöpft ist, Ausfallschritt. Oder ein Abzweiger war jetzt natürlich gewesen, weil wir haben ja die Liegestütze auch schon gehabt und jetzt die Kniebeuge, dann hätten wir einen Burpee. War jetzt der zweite Abzweiger gewesen. Liegestütz-Strecksprung, ja. Ja, Liegestütz-Strecksprung als Burpee dann. Genau, aber ja, Ausfallschritt finde ich super, weil du über die Schrittlänge so wahnsinnig viel machen kannst. Kurze Schrittlänge betont natürlich viel stärker den Quadrizeps, lange Schrittlänge geht mehr auf die Oberschenkelrückseite, Gesäß vom vorderen Bein und vor allem hinten, und das finde ich für mich als Läufer wieder gut, Dehnung Hüftbeuger und Dehnung Oberschenkel Vorderseite vom hinteren Bein. Richtig toll. Die Größe natürlich dann. Ja, vor allem ist auch die Bandstabilität, was sie erhöht am Knie, am Fußgelenk, auch an der Hüfte aufgrund vom Ausfallschritt. Also Ausfallschritt ist eine Königsdisziplin, finde ich. Mit Gewicht, ohne Gewicht. Ja, unglaublich viel auch leider gemacht. Also die Leute, die durchs Studio laufen,
mit Hanteln am Rücken oder sowas. Vorrangig brechen sollte mit den Knien. Komplett nach vorne, hängen sich ins Gelenk rein. Ja. Scherkräfte sind enorm. Haben die Rumpfstabilität nicht? Gar nicht. Haben die Wirklichkeit, wie du schon sagst, den Hüftbeuger gar nicht. Wie viele Leute machen einen Stationsausfallschritt, ja, wo sie auf einer Seite bleiben und kriegen extreme Probleme im hinteren Oberschenkel und im Hüftbeuger, können die gar nicht machen, weil die Dehnung zu extrem ist. Ja. Kommen wir gar nicht runter. Genau. Also, man merkt bei Kniebeugen oder auch bei den Pistols, also bei Ausfallschritt oder die Pistols extrem die Seitenverhältnisse. Mhm. Also das ist ein total gutes Tool als Trainer, dass du so findest, wie die Seitenverhältnisse sind. Mhm. Aber halt, wie ich sage, wenn man Leute beobachtet, wenn der rechte Fuß seinen perfekten Weg macht und der linke komplett wegbricht, ja, zum Beispiel. Ja. Wo man dann auch die Übung wieder als Indikator für Rückenprobleme zum Beispiel ranziehen kann. Oder eben auch die Einseitigkeit, wie auch immer. Ja. Ja, sicher so. Und es gibt halt sehr, sehr verschiedene Variationsmöglichkeiten. Oh. Auch wieder unendlich. Und finde ich, kann man halt dann langsam an diesen Pistol sich heranarbeiten. Mhm, genau. Stimmt, haben wir alle vergessen. Der Ausfallschritt, eigentlich eine hervorragende Übung. Ja. Als einbeinige Vorbereitung für den Pistol, ja, vor allem von der kräftigen Seite her. Genau. Ja. Und Range of Motion ist natürlich ein Riesending beim Ausfallschritt, weil du wirklich schön alles, was sich in der Hüftregion aufhält, wirklich beweglich kriegst. Ja. Mhm. Ja. Deine Gluten, Hüftbeuge und so weiter. Wenn man das dann ausreizen will, kann man mal einen Ausfallschritt machen und im gegenüberliegenden Ellbogen zum Boden runtergehen oder solche Sachen. Mhm. Ja, da ist es dann schon eine extreme Position. Da kommst du auf jeden Fall tief in die Muskulatur. Ja. Möglichkeit. Hast du schon mal gemacht? Meine extremste Variante war ein Ausfallschritt rückwärts machen, aber da brauchst du kein Gewicht mehr, weil einfach das koordinativ sehr herausfordernd ist. Der Rückwärtsschritt. Für dich als recht beweglichen Menschen ist das ein Witz, aber dann schauen wir uns da mal an. Ja, dann passt. Was haben wir? Klimmzüge, glaube ich, oder? Haben wir noch nicht gemacht. Klimmzüge? Mhm. Ja, haben wir schon gemacht. Na, schauen Klimmzüge an sich, schon die Variation daraus. Ich bin schon kaum. Ich kann keinen Klimmzug mehr. Die Variationen nach oben, ich meine, sind ja bis zum Muscle-Up gegeben eigentlich, ja, und darüber hinaus in Wahrheit wahrscheinlich auch noch. Einarmige Klimmzug. Ja. Werner Güllich, einer der besten Kletterer, der leider beim Autounfall verstorben ist, hat es geschafft, einen einzigen Klimmzug nur mit der Fingerkuppe des kleinen Fingers zu machen. Das ist unvorstellbar, oder? Wahnsinn. Für mich ja. Und der ist beim Autounfall dann gestorben. Das ist auch sehr kurios. Ja. Ja, Klimmzüge gibt es viele Künstler. Mhm. Die Klimmzüge habe ich also das Gefühl, ist eine ganz starke Hebelübung, weil es gibt Menschen oder Personen, die Klimmzüge runterspulen, wie man es einer komplett egal ist, die aber meistens an dementsprechend kurzen Armhebel haben. Oder dann Leute, die was ein bisschen die Affenvariation sind, die was ewig lange Hände haben, die was aber auch viel mehr Kraft aufwenden müssen für Bankeldrucken, Klimmzüge etc. Ja, Variation, breiter greifen, Umkehrgriff. Eng, neutral Griff. Ja. Und Haltedauer, mit mir, um bei meinem Thema zu sein. Haltedauer, ich gern. Genau. Ja. Dann die Exzentrik haben wir vorher schon angesprochen. Mhm. Sehr gut, super Bänder. Einarmig irgendwann, einarmig langsam aufmachen. Wie weit lasst ihr die Klimmzüge machen bei euch Leute? Wie weit lasst ihr es nach oben ziehen? Bis zur Brust, bis zum Kinn, bis zum Scheitel? Ah, da bin ich gern Full Range of Motion. Mhm. Also wenn es möglich ist, ja, ganz klar. Was ist beim Klimmzug die Full Range of Motion? Wenn ich ein Muscle-Up kann, ist das dann fertige Full Range of Motion? Oder wie würde ja, das? Das ist ja sehr variabel. Ich habe ein komplett flexibles Schultergelenk, insofern. Also Full Range of Motion, zumindest vom Latissimus, der Hauptakteur ist natürlich, wenn die Ellenbogen seitlich dran sind, sprich also Brust. Okay. Genau. Mhm. Brusthöhe, ja. 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 So ist Minimum, wenn es kraftmäßig möglich ist, ist schon immer Kinn über der Stange. Ja, um auch. Man merkt aber extrem, dass bei vielen bei Kinn aus ist, gell? Dass die über den Punkt gar nicht mehr drüber kommen. Ja. Weil es mir so oft aufgehört, dass die Leute aber einfallen, dass die Brust nicht nach oben bringen. Ja. Sind wir aber auch wieder die Kombination zwischen Kraft im oberen Bereich und der Beweglichkeit in der Schulter. Wenn sie natürlich unbeweglich sind in der Schulter, ist automatisch, dass sie hier irgendwo reinfallen. Mhm. Wie weit geht ihr nach unten? Ganz Streckung. Ohne dass die Schulterblätter rauskommen, die müssen unten fixiert werden. Also ich mag es mit Schulterblättern zum Beispiel. Ja. Aber ein aktives Schulterblatt. Ja, also ich gehe bewusst in die komplette Strecke, weil einfach die Fixatoren alles mitnehmen, soweit wie es halt möglich ist. Aber
auf gar keinen Fall bei einem Anfänger, um bei dem Thema zu bleiben, weil der das einfach, vor allem bei Anfängern ist das Links-Rechts-Verhältnis nicht gleich, der bleibt links drin und hängt rechts heraus und da ist er einfach. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht im Klimmzug, das mache ich dann ganz gern am Seilzugturm oder an einer Landzugmaschine, das wird einfach die kontrollierbarer. Schulter, genau, Elevation und Depression halt separat mache. Ja. Wirklich dann nur zum Schulterblatt arbeite. Das ist, genau, es wird kontrollierbar und du hast nicht gleich das ganze Körpergewicht als Wirkungsgrad. Ja, natürlich. Aber gut trainiert ist überhaupt kein Thema, nicht? Klar. Es muss halt alles im Bereich des Kontrollierbaren sein, also von Anwender jetzt her ganz gesehen. Klar. Und wenn das möglich ist, gibt es eigentlich wenig, was falsch ist, meiner Meinung nach. Ja. Natürlich, vorausgesetzt, Übungstechnik an sich passt. Es ist auch die tiefe Kniebeuge meiner Meinung nach kein Problem, wenn die Beweglichkeit da ist. Auch mit Gewicht kein Problem, solange die Beweglichkeit da ist und die Form und Technik eben passt. Ich bin voll für die tiefe Kniebeuge. Hat es auch tolle Untersuchungen gegeben, Patellafemoralgelenksdruck ist genau bei 90 Grad am allerhöchsten, weil da der punktuelle Druck auf der Patella am allerhöchsten ist, weil es einen sehr kleinen Anpresswinkel hat und Anpressfläche hat. Mhm. Und tiefer wird zwar der Druck ein bisschen höher, aber die Anpressfläche vervielfacht sich. Mhm. Und somit ist eigentlich die Tiefkniebeuge weitaus weniger kniegelenksbelastend als die genau 90 Grad Variante. Da haben wir halt, wie gesagt, das größte Problem einfach die Beweglichkeit an sich. Also, bei der Range of Motion bin ich da ja bei euch, was das betrifft. Und dann mal der Feinsten, wie viele Leute sagen, du sollst bis 90 Grad in die Kniebeuge gehen oder auf der Beinpresse? Eine Katastrophe, ja. Nur ist das aktuell noch immer so? Immer noch. Du hörst es immer wieder und du hörst auch immer wieder von Kunden, die trainieren, dass sie das irgendwann einmal gehört haben, ich darf nicht über 90 Grad raus, und dann halten sie genau bei dem. Es ist ein bisschen Faulheit. Weil wenn ich mir so die Disco-Pumpe in den Fitnessstudios anschaue, die war halt immer Kniebeuge oder generell Beintraining ist ja nicht sehr beliebt. Aber man kann nicht extrem viel aufladen und es ist gut für, also viele machen es halt ego-bedingt und machen dann also einen Hofknicks, nenne ich es jetzt einmal gern. Und haben aber trotzdem so, manche haben sogar tatsächlich recht starke Beine entwickelt dadurch, also muskulöse Beine, aber der Weg ist halt der Wahnsinn. Na, natürlich funktioniert es, natürlich kann ich auch mit verkürzten Bewegungsumfängen Muskulatur aufbauen. Aber es wird halt nicht funktionell, die Gelenksbelastungen steigen halt. Ich habe eine Studie gelesen. Wo sie schön verglichen haben, ich glaube, wir haben uns eh schon mal drüber unterhalten, eine Gruppe mit einer Tiefkniebeuge Zusatzgewicht und eine Gruppe, die haben sie fürs Basketball, glaube ich, auch probiert, oder mit dem Basketballteam noch, glaube ich, und eine Gruppe, die eben Bewegungsumfang für einen sportartspezifischen Sprung, also sage ich mal bis 120 oder 110 Grad Tiefe hat beim Basketball, und da die Kniebeuge, haben die Kraftauswertung hat ergeben, dass du mit der 110 Grad Variante keinerlei Chance hast, genauso viel Kraft oder in dem Fall Sprungkraft aufzubauen wie mit einer Tiefkniebeuge. Ja, obwohl es über diesen Bewegungsumfang der normalen, also der funktionellen Bewegung hinausgeht. Ja. Ja, also für diesen Bereich sieht man schon, dass die Ansteuerung der kompletten Muskulatur deutlich mehr ausmacht, wie einfach nur für einen gewissen Bereich. Ja, und die Muskulatur insgesamt deutlich mehr Kraft erzeugt. Vor allem den großen, sehr unterschätzten Gluteus. In den du so gar nicht reinkommst, den du gar nicht erst reinkommst, auf eine gewisse Tiefe. Und der sehr viel Kraft mitbringt in eben Sprungbewegungen. Ja, voll. Oder Laufbewegungen. Ja, wer richtig gut läuft, kann das sogar. Ich war mal mit einem Gret, der seine 30, 40 Kilometer Distanzen läuft ohne Probleme, der hat gesagt, wenn er formiert wird, läuft er hinten weiter. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden, was er da meint. Und er hat gesagt, er ist einer, der über den Hüftbeuger das Laufen anfängt und über den Gluteus das Laufen aufhört. Das heißt, der verändert seine Laufposition, der ermüdet zuerst vorn und ermüdet dann nach wie vor. Genau. Das ist wichtig, dass er nicht abhuckt. Wahrscheinlich ist beides gleichzeitig effizienter, weil ökonomischer, ich weiß nicht, aber er macht es halt so. Und das habe ich sehr interessant gefunden, weil der ganz bewusst umschaltet in der Bewegung. Und das ist halt total interessant. Und da merkt man, wie viel Bewegung das eben, also Kraft im Gluteus steckt, was das betrifft. Absolut. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Sagen? Jetzt haben wir recht viel über sehr wenig geredet, eigentlich über relativ wenig Übungen. Ja, aber haben wir ein paar Übungen einfach mal so aus, was uns jetzt einfällt an Körpergewichtsübungen, was sei gut, sei schlecht, was fällt dann ein? Du hast gesagt Wallball zum Beispiel. Ja. Sage ich Muscle-Up, was gibt es noch so? Burpees, genau. Wenn es um den Schmerz gehen soll. Die Königsdisziplin im Zerstören. Ja. Keiner mag sie. Alle Varianten vom Ausfallschritt, oder? Ja. Alle Liegestütz-Varianten. Klimmzug-Varianten. Sit-Up-Varianten haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich besprochen, aber
Haben wir am Anfang schon besprochen, ja, über den Crunch. Gibt es natürlich sehr früh. Gibt es in allen Variationen der Russian Twist mit Medizinbälle oder was auch immer, oder auch ohne Zusatzlast. Würdest du das Beinheben auch mit integrieren? Auf jeden Fall. Ja, der Anfänger auch unbedingt. Ja. Da darf ich erst Beckenheben machen. Okay. Also sprich nicht die Beine sinken lassen, sondern wirklich nur das Becken anheben. Viertes Kompartiment, unterster Bauch. Ideal, super für den Hüftbeuger. Das ist halt oft das Kraftthema der entscheidende Punkt, dass oft die Kraft gar nicht haben, dass sie einen Hintern nach oben bringen, sprichwörtlich. Ja, können natürlich aber den Hebel wieder ein bisschen vereinfachen. Du führst ein bisschen näher zum Richtung Stirn, wird es leichter natürlich vom Hebel, je weiter nach vorne, desto schwieriger. Aber einfach doch ausgelassen für die Körper mit den Geschichten wie Leg Raise, solche Sachen. Leg Raise sind perfekt. Ja. Da die dann aufs Beckenheben aufbauen. Mhm. Einbeinig, beidbeinig. Einbeinig hat den Vorteil, es dient. Toast to Bar. Super. Knee to Elbow, die ganzen Sachen, wo du sehr gut die Bauchmuskulatur kriegst. Mhm. Wobei Anfängerübungen sind wir dann natürlich nicht mehr. Ja. Nein, definitiv nicht. Ne? Ja, und was habe ich schon gesagt? Was gibt's? Anstandliegestütze, Boxjumps zum Beispiel. Boxjumps. Ja. Wer es verträgt, wohlgemerkt. Plyometrie, die dann mit reinkommt. Genau, da kommen dann schon wieder die Trainingstechniken. Ja. Also geben tut es genug. Und, eine geniale Sache vielleicht nur zur Liegestütz. Da habe ich mal selber ausprobiert. Sehr effektiv, aber nicht ungefährlich, sind dann biometrische Liegestütze. Mhm. Also lass dich auf die Brust reinfallen, bist mit zwei Händen auf Erhöhungen drauf, auf zwei Steps zum Beispiel. Mhm. Lass dich in die Mitte reinfallen, darfst dich aber nicht bremsen und dann batsch, richtig aktiv wieder rausdrucken und wieder auf diese beiden Boxen landen. Mhm. Wieder reinfallen lassen, batsch, effektiv. Da hat eine unglaublich hohe, schnelle Kontraktion von den ganzen Brustmuskelfasern. Schultern und Handstand habe ich noch vergessen. Handstand-Liegestütze. Hast du gesagt? Ich habe gesagt, hast du übergangen einfach. Wolltest selber nicht anwerfen. Ist okay. Nein, ich habe schon das Denkste, dass du selber schon wieder am Denken bist, was du als Nächster sagst. Hörst nicht wirklich zu. Ja, nein, stimmt. Also, es gibt viel zu tun. Um so das ein bisschen zusammenzufassen. Also ihr seid auch beide der Meinung, dass mit eigenem Körpergewicht in jeglichen Bereichen trainiert werden kann, sowohl in der Kraftausdauer, Ausdauer, Kraft, Maximalkraft. Man kommt überall hinein. Kann man Bizeps, Trizeps direkt trainieren? Isoliert? Also mit Körpergewichtstraining kann ich am Bizeps primär belasten, vom Klimmzug abgesehen. Da gibt es jetzt mit dem MaxF reine Bizepsübung. Genau. Ob es jetzt gut ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Also wo man seinen eigenen Oberschenkel hebt quasi. Genau. Wieder runterdrückt über den Oberschenkel. Aber dieses, Das schaut kompliziert aus, wie der Wirkungsgrad vermuten lässt. Aber kann ich jetzt viel drüber sagen, habe ich nie als Aufbaumaßnahme herangezogen. Eher nicht. Aber es wäre vielleicht theoretisch denkbar, sagen wir mal so. Und vielleicht mit der Diamantliegestütz-Variation eine sehr trizepslastige. Ja, der Trizeps ist eh nicht schwer, über Eigengewichtsübungen zu belasten, aber über einen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, außer eben Klimmzug-Variationen, da wo ich am Bizeps primär belaste. Klimmzug oder Variationen wie irgendwo an der Stange, kenne ich nicht viel, wo man sagt, da geht direkt. Aber es wird sehr viel. Irgendwo reinhängen. Ja, reinhängen, genau. So wie im Gitterstäbe, wie im Knast. So. Ja, so. Erfahrungswert. So läuft es da drin. Also, weißt du das Mädchen? Ich war der Mächtige. aber reinkommen tut man schon in jede Muskelgruppe, auch in den Bizeps. Vielleicht nicht die allereinfachste Variante. Aber vielleicht nur ist es überhaupt notwendig, den Bizeps direkt zu belasten? Das ist vielleicht die interessantere Frage, ja. Und wer die Kanonen haben will, wer die Riesengans haben will obendrauf, der muss vielleicht ein bisschen extra Zeit investieren. Also von meiner Erfahrung her, ich habe. Wie lange ist es jetzt her? Vor eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren, keine Ahnung. Ich ganz genau weiß es nicht mehr, habe eben mit CrossFit angefangen, gleichzeitig natürlich mit dem klassischen Bodybuilding aufgehört und dann kein Oberarmtraining mehr gemacht. Habe aber auch von der Oberarmmasse her gefühlt, also ich habe es nie gemessen, muss ich auch dazu sagen, gefühlt nichts verloren, von der Kraft her schon gar nicht. Ja. Wenn du jetzt mal wieder so einen klassischen Curl machst, habe ich nicht mehr gemacht seitdem. War jetzt interessant. Weiß ich nicht, ob ich stärker war. Ich weiß nur, dass ich früher regelmäßig Bank gedrückt habe und halt da meine 90 Kilo dreimal bewegen habe können. Und jetzt kann ich das mit 105 machen, obwohl ich nicht mehr regelmäßig Bank drücke, weil ich halt so viele variierende Bewegungen drin habe, wie eben ein Ringdip oder Muscle Up oder sonst irgendwas. Super. Also Variation ist immer gut. Ja. Ja, es kommt zielabhängig. Ich habe sicher jetzt weniger Muskelmasse an sich wie vorher im Bodybuilding.
Da brauche ich mir keinen Brei herumreden, weil einfach mein Ziel oder man merkt einfach, wenn man jetzt klassisches Bodybuilding trainiert, kriegt man Volumen in der Muskulatur und eben starke, direkte Muskulatur. Und das so Training wie Krafttraining, weil warum schaut dann aus, der 300 Kilo Kniebeugen machen kann, warum hat der nicht so einen Oberschenkel? Weil der halt nach innen jetzt rein, von der ganz einfachen Variante formuliert, nach innen her kräftiger wird. Weil die Koordination mehr wird von der Muskulatur an sich. Das merken wir. Die intermuskuläre Koordination spielt eine Riesenrolle, gerade bei den mehrkettigen Bewegungen und so weiter. Also rein simpel formuliert ich bin kompakter geworden. Mhm. Vielleicht kann man es auch so nennen, aber sicher nicht massiger. Also durchs Crossfit massiger zu werden oder durchs Athletiktraining langsam vielleicht schon, also ganz langsam, ich merke schon, dass es aufwärts geht, aber halt viel langsamer wie natürlich mit einem gezielten Bodybuilding-Training. Ja, jetzt haben wir kurz abgeschweift. Ja Jungs, haben wir noch was? Oder sind wir jetzt mal hübsch durch? Nein, ich glaube, ich muss sagen, ganz gut dabei sein. Einiges gesagt. Ja, will ich auch sagen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, jetzt sagen wir, sehen wir uns wieder bald. Genau. Dann schließen wir das Thema ab. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Dankeschön. Und bis bald bei unserem nächsten Fitness-Podcast. Tschüss. Servus. Ciao.